Ganz klar. Aber ich will euch da weniger von der Geschichte erzählen. Ne? Das liegt ja hier, das Theater, schon hinter uns, dass ich euch das so viel erzähle. Und da möchte ich euch doch lieber mal aus der griechischen Mythologie vorlesen. Ja, Ganz genau. Denn das muss man den Griechen ja lassen. Ach, da geht's auch noch rein. Also Geschichten erzählen können sie ja, ne? Und genau in dieser griechischen Mythologie findet sich eben der Hermidas auch wieder. Guten Tag. Oh, nee, das ist mir hier. Zurück, zurück. Ja. Ah, da war schon der nächste Affe. Ja. Ja, da ist einer weg und der nächste wartet. Mensch, die streiten sich hier, wer zuerst das Pulver ins Gesicht bekommt. Ich würde ja gerne mit Schrot um mich schießen. Aber das sehen wir ja, wir haben null Schuss. Mensch. Jetzt muss ich hier mal schauen, hier wer hier rum. Oh! Ja. Da haben wir ihm mitten ins Gesicht geblickt und das war es immer noch nicht. Oh, verdammt, jetzt haben wir hier schon wieder so einen riesen Tempel mit Doppeltüren und alles. Oh, was ist denn jetzt los? Oh. Nichts wie raus hier. Ich will hier weg. Oh. Und die nächsten? Nein! Ich will hier weg. Also Entschuldigung, dass ich jetzt hier so hysterisch werde, aber das ist ja unglaublich hier. Da hast du gedacht, du hast die ersten weg, dann kommen die nächsten, kommst du zurück, warten noch weitere. Ich speichere jetzt hier nochmal ab und muss mich nochmal sammeln, ey. Tja, da habe ich mich wieder eingesammelt. Nachdem ich mich hier vorne habe so verrammelt. Aber ich bin ja jetzt wieder bei Sinnen. Möchte ich da jetzt rein? Nee, da würde ich dann doch lieber erstmal damit beginnen. Mit den historischen Daten, die ich hier schon erwähnt habe. Ja, mal ganz kurz. Aber ich gehe hier mal rein. Ich traue mich jetzt einfach mal. Gott, ja, das hatten wir ja schon gesehen. Ich gehe mal einen Schritt vor. Da habe ich mich lieber noch mal umgedreht. Ja, hier im Nahkampf in der Enge, da habe ich mich schon so gefühlt, als würde ich mit Papierkügelchen spucken. Was haben wir denn jetzt hier? Das sieht ja jetzt schon so aus wie der Zugang zum Palast. Ach, da vorne liegt ja schon eine Tüte Brötchen. Aber die liegt hinter der Tür. Ach nee, die liegt davor. Ja, dann nehme ich die mal mit, die Tüte, ne? Boah, was soll denn das, Mensch? Jetzt geht hier die Tür auf. Ich will das haben. Und dann nicht wie zurück hier. Ja, da haben sie mich wieder gelockt hier. Und da oben, das habe ich ja schon gesehen hier, da liegt noch irgendwas auf dem Dach drauf. Ja klar, aber was soll denn das sein? Das habe ich so noch gar nicht gesehen. Was ist denn das? Keine Ahnung, was da oben liegt. Tja, gehe ich jetzt da rein, ist die Frage. Da hinten, was waren da eigentlich? Ja, da war der eine Gang, wo es vom Abwasserkanal nach rechts in den Gang ging mit dem Krokodil. Das wollte ich mir aufsparen. Und nach links war auch zu. Ja, also da bleibt der jetzt fast nur hier. Aber wenn wir hier gerade so davor stehen, das ist doch das passende Bild, um euch das mal kurz hier aus meinen Aufzeichnungen vorzulesen. Der historische Midas war in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts vor Christus Herrscher des pyrgischen Großreichs. Ja, König Midas von Pyrgien
herrschte somit über den größten Teil Anatoliens. Tja, ganz genau. Und hier befinden wir uns jetzt in seinem bescheidenen Anwesen, in seinem Palast. Ja, jetzt gucke ich da rein. Also jetzt bin ich ja sowas von neugierig. Wir sind ja hier die Grabräuber. Ich sollte solche Fragen gar nicht stellen. Ja, da ist ganz klassisch mal ein Hebel. Na, besser wie ein Gegner. Ja, damit ist der Leipziger Zoo eröffnet. Da kommen uns jetzt hier die Affen wohl auf halber Strecke entgegen, oder was? Oh Mann, ja. Ist da vorne rechts rum. Puh, ich traue mich schon wieder gar nicht. Die kommen aber auch nicht ran. Ja, das heißt, wo ich gehe, dann mal zu ihnen hin. Ja, komm ran, du Affe. Ja, da sind sie. Hier war da noch einer. Da. Achso, ich soll vielleicht mal. Ja. Ne, hier ist was. Ach, da oben ist wieder ein Lunchpaket. Sehr schön. Also das sieht ja hier schon recht einladend aus, hier mit den Torbogen. Was haben wir hier? Ja. Kleiner Springbrunnen. Ach Gott, da ist schon wieder ein Gitter. Ach ja, und da auch. Also ich setze mich jetzt hier erstmal hin. Ne? Also das hat ja jetzt mir die letzten Nerven geraubt hier. Aber ich kann nicht ruhig sitzen. Ich will da hoch. Ich will das Ding haben. Ja. So, dann mal hier vor, oder? Ja. Packe ich mal hier mir das Gebäck ein. Puh. Ach Gott, hier geht's ja hinter. Listig. Mensch, was ist jetzt da los? Habe ich wohl nie das gefunden. Was ist denn jetzt das hier? Das ist dann wohl nie das seiner Hand. Oh, nee, das wollte ich gar nicht. Hilfe! Was ist das? Da wisst ihr jetzt, wo die Statue bei mir zu Hause in meinem Schwimmbecken herkommt. Ganz genau, die kommt von hier. Hier habe ich mich wiedergefunden. Meine Güte. Ach, was war denn jetzt das? Ja, ich hatte allerdings genug Medizin dabei und habe mich da wieder aus dem Stein schlagen können. Ja, jetzt muss ich hier nochmal vor. Ich packe mir nochmal eben die Tüte ein. Und lege hier den Hebel dahinter um, ne? Jetzt will ich ja hier doch mal ein bisschen weiterkommen. Ja, ganz genau, hier haben wir nochmal den Hebel. Der die nächste Veranstaltung eröffnet. Gehe ich noch mal schnell hin
und hoffe, ich fliege nicht wieder hin. So. So, die muss ich mal eben nochmal wegbratzen. Das ist aber auch weit hier. So, jetzt kommen sie doch gleich wieder her, oder? Komm nur ran. Ja. Nun komm her. Nun komm. Er will nicht. Naja, zumindest kommt er mal näher. Nun komm. Jetzt. Ja. 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 So, und jetzt noch der andere. Tja. Der wusste anscheinend nicht, mit wem er sich anlegt. Jetzt pfeift das hier wieder durch. Ach Mensch. Das ist gar kein Springbrunnen. Das sieht man hier vielleicht. Warte mal, das krieg ich doch besser auf den Schirm. Ja, das ist eine Sonnenuhr. Mensch, was die nicht alles hier haben. Da kannst du gucken, wie spät es ist. Aber hier ist doch gar keine Sonne. Das ergibt doch gar keinen Sinn, oder? Aber ihr wisst ja, wie das mit der Zeit ist, ne? Da guckt man auf die Uhr. Da ist es 13 Uhr. Kaum dreht man sich um. Ja. Ist es 17 Uhr. Ja, deswegen mal schnell weiter. Ach, jetzt war ich ja hier oben, ne? Ach, nee, das war nix. Ach, das geht auch. Schön. Ach ja, jetzt schnappe ich mir ja nochmal das Brot. Das werden wir noch brauchen. Ja, ja. Wir haben ja jetzt schon mal die erste Begegnung mit Midas gehabt. Ich riskiere das jetzt nicht nochmal, mich da befreien zu müssen und gucke mich mal hier auch links um. Tja, da gehen wir inzwischen die Beine. Diese. Ach nee. Da waren wir von der Rolle. Ja Mensch, gib mir 5, ne? Oh Gott. Also da darf ich nicht drauf. Ja, das scheint hier auch komplett... Oh. Das scheint hier auch komplett eingestürzt zu sein. Und das war mal eine Riesenstatue, die man hier dem König Midas zu Ehren gebaut hat. Und da ist seine Hand runtergefallen. Aber mit der muss es ja irgendwas auf sich haben. Ich meine, wenn uns die hier versteinert... Aber das sieht mir so aus, als geht es hier erstmal nicht weiter. Da müssen wir vorher noch ein anderes Rätsel lösen, natürlich. Hui. Na, da habe ich ja schon wieder meinen Schock hinter mir. Also hier ging es auch nicht lang und hier war auch alles zu jetzt, ne? Sieht man eigentlich, was hier jetzt los ist? Nee, da sieht man nichts. Und auf der anderen Seite... Oh, jetzt schlage ich mir nochmal das Knie hier an der Bank ein. Puh. Ach ne, da scheint es nochmal links um die Ecke zu gehen. Interessant, aber das geht hier nicht weiter. Tja, das heißt dann wohl raus aus dem Garten.